Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why, Kapitel 3. Maybe if I make something for Dee, it'll help calm me down. I should have let myself enjoy these trips more. So, ich muss ja noch ein paar Geschichten lesen. Eddie says there's a plant for every pain, except heartache. Okay. Das hatten wir. Ich kassiere eben noch meinen Ausweis ein. Ah, here's my ID. This place was never much more than a bachelor pad, huh? There was so much I planned to do. All those sacrifices I made. Huh? And how do you repay me? Lying to my face? You're not my child. My clan deserves better. Was? Oh, stop it, Allison. You have to stop torturing yourself. Just grab your pay stubs so you can get the hell out of here. Das war aber jetzt doch nicht Eddie, oder? War das Eddies Vater vielleicht? Ich weiß es nicht. Okay, erstmal tun wir das ja da mit der Box da jetzt noch machen. Bevor ich das vergesse. Marianne, what's going on with you lately? If you need help. Marianne? Come on, Allison. Don't start. Ihre Mutter war hier? A secret keeper in her secret keep. No way. It worked. Für die Sammlung. Okay, jetzt brauchen wir noch die Gehaltsabrechnungen. Ich meine, die oben gesehen zu haben. Oh, was ist denn das da für ein Raum? Jetzt geht der auch auf? Paperwork's not down there. Da unten, ich sag doch, das ist der Keller. The paperwork's not down there. Ich hab doch gesagt, dass das der Keller ist. I told him I wanted to stop messing with those memories. But he wouldn't listen. Brother, sister, we look out for each other. That's what you said. But you don't mean what you say, do you? They're just words. You left me, Allison. Huh? All alone and scared. Selbst ich check das langsam nicht mehr hier. What the hell is wrong with me? Ich kann's dir nicht sagen. Nicht irgendwas unterm Bett. Not here. Mhm. Waren die nicht da auf den Schreibtisch, da auf den einen? Aber ich guck trotzdem mal hier rein, überall. Nö. Not here. Da könnte noch was. Ja, nee. Doch. Ja. Here they are. Ich hab alles. Okay. I think I've got everything I need for the application. Aber ich lese jetzt erst die Stories hier mal weiter. Und zwar sind wir hier stehen geblieben und wir müssen jetzt hier weitermachen.
Die große Froschdame wird bestraft. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine große Froschdame, die in einem kleinen Teich lebte. Und dies war keine gewöhnliche Froschdame. Denn seitdem sie die Prinzessin von dem wilden Jäger bewahrt hatte, besaß sie die Gabe des Sprechens. Von der Morgen bis zur Abendröte tat sie alles, was kleine Frösche auch tun, und konnte sie zusätzlich reden. Alle, die im Wald konnten ihre laute Stimme hören und sie wollen... Haben wir das nicht schon gelesen? Bienen ist der alte Bär vor 2 Jahren den kostbaren Honig. Ja, das hatten wir schon. Die hatten wir schon. Was ist mit der hier? Schnee, Balten, Hilfe rief sie. Reißendes Wasser. Das hatten wir doch auch schon. Ja, das hatten wir auch schon. Okay, dann sind wir hier stehen geblieben. Die Kobolde verärgern den Eiskönig. Es war einmal in einem tiefen, uralten Wald 2 listige Kobolde, die allen möglichen Unfug anstellten. Eines Tages waren sie in einer besonders frechen Laune und nicht ein Bewohner des alten Waldes blieb an diesem Tag von ihren Streichen verschont. Sie stellten einen Kuchen aus Schlamm in die Küche der Prinzessin, sodass ihr ganzer Mund voller Dreck war. Als sie hineinbiss, sie beschmierten das Geweih des Elchs mit Farbe, während er schlief. Sie erzählten dem räudigen Bisam, dass sein Pelz wieder so wunderschön wie früher war, sodass er sehr traurig wurde, als er zum Ufer eilte und sah, dass der Pelz immer noch räudig war. Sie nahm Äste aus dem Damm der steinalten Biberdame, um damit zu fechten, und sie warfen den alten Bären Kletten ins Fell. Jedes Mal liefen sie kichernd davon, ohne darüber nachzudenken, dass sie anderen mit ihren Streichen Leid zufügten. Sie waren gerade auf dem Weg zur frommen Pelikandame, um deren Schnabel mit Seifenblasen zu füllen, als sie plötzlich an den Beinen kopfüber in die Luft gezogen wurden. Sie schlugen um sich und schrien, bis sie merkten, dass sie ins Gesicht des Eiskönigs blickten. »Den ganzen Morgen«, sagte er, »höre ich schon Beschwerden über euch zwei. Aber das waren doch nur Streiche«, sagten die Kobolde. »Wir haben doch niemanden wehgetan.« »Ach ja«, fragte der Eiskönig, und er zeigte ihnen, was die Opfer ihrer Streiche gerade taten. Die Prinzessin hatte Bauchweh, weil sie Schlamm verschluckt hatte. Dem Elch juckte sein Geweih ganz fürchterlich von der Farbe. Der Bisam weinte, weil er daran denken musste, was er durch seine Eitelkeit verloren hatte. Der Bau der steinalten Biberdame war überschwemmt und der alte Bär war dabei, die Kletten aus seinem Fell zu lösen. Aber die meisten waren hoffnungslos darin verheddert. »Zur Strafe«, sagte der Eiskönig, »müsst ihr den Schaden, den ihr angerichtet habt, wieder gut machen. Wenn ihr euch Mühe gebt, wird das eure einzige Strafe sein. Wenn nicht, müsst ihr mir eure Nasen geben, damit ihr sie nie mehr in die Angelegenheit anderer Leute stecken könnt.« Nicht sogar so 5 Seiten lang. Die Kobolde wollten ihre Nasen lieber da behalten, wo sie waren, daher begannen sie mit der schweren Aufgabe. Sie backten einen echten Kuchen für die Prinzessin und kochten ihr einen Tee, um ihren Magen zu beruhigen. Sie wuschen das Geweih des Elches und gaben ihm beruhigende Schlammwickel. Sie setzten sich mit dem Bisam gemeinsam an den Fluss und hörten zu, wie er ausführlich seinem einstigen Pelz nachtrauerte, und danach versicherten sie ihm, dass er noch immer wunderschön sei, dank seiner stolzen Schnurrhaare und funkelnden Augen. Sie parierten den Schaden am Bau der steinalten Biberdame, während sie sich ausruhen konnte, und schließlich glaubten sie alle Kletten aus dem Fell des alten Bären, sogar die, die sich ganz hoffnungslos darin verheddert hatten. Zum Schluss gingen sie zum Eiskönig, um herauszufinden, ob sie genug getan hatten. Der Eiskönig sah sich den Wald an und kam zu dem Schluss, dass alles wieder beim Alten war. Was habt ihr dabei gelernt? Fragte der Eiskönig. Dass unsere Streiche anderen Leid zufügen können, sagten die Kobolde. Der Eiskönig lächelte und nickte. Ja, alle Taten haben Folgen, und für den Fall, dass ihr das wieder vergesst, will ich euch eine Erinnerungsstütze geben. Wann immer ihr einen Streich ausheckt, der jemandem Leid zufügen würde, werdet ihr einen Stich in der Magengrube verspüren. Das wird euch eine Strafe und Warnung zugleich sein. Und jedes Mal, wenn die Kobolde einen Streich ausheckten, der ein wenig zu weit ging, verspürten sie einen Stich in der Magengrube und waren gezwungen, ihr Vorhaben zu überdenken. Und das war die Geschichte, wie die Kobolde den Eiskönig verärgerten und dafür bestraft wurden. Und eine noch. Die Pelikandame verzeiht den Kobolden. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald 2 listige Kobolde, die in einer Höhle unter einem großen Holzhaus lebten. Und in diesen lebte eine kluge Prinzessin, die ihnen so viel zu essen gab wie möglich, aber trotzdem hatte sie nie genug. So kam es, dass die Kobolde immer großen Hunger hatten. Eines Tages suchten sie gerade nach etwas Essbarem, als die fromme Pelikandame auf einem Fels landete und aus ihrem Schnabel ein reiches Buffet holte. Wie die Kobolde wussten, war ihr Schnabel ein magischer Schnabel, der nie leer wurde. Da waren riesige Krabben, bläuliche Garnelen, rosafarbene Kammmuscheln, bräunliche Venusmuscheln, lilafarbene stachelige Seeigel und sogar eine stachelige rote Seegurke. Immer mehr Köstlichkeiten kamen zum Vorschein. Die Kobolde sahen zu, wie die Pelikandame eine Muschel verspeiste. Ich wollte gerade was ganz anderes vorlesen. Muschel und ich, oh mein Gott. Wenn ihr gerade nicht an das denkt, was ich denke, dann seid froh, dann seid ihr, dann, ne,
und sich dann schlafen legten. Ob sie etwas dagegen hätten, wenn wir ein wenig davon nehmen, fragt der Kobold. Sorry, dass ich gehen muss, aber ich bin saumüde. Ihr Schnabel wird doch nie leer. Ein paar Krabben wird sie wohl kaum vermissen, sagte die Koboldin und leckte sich über die Lippen. Sie waren sich also einig und schlichen hinüber, nahmen ein paar Krabben und liefen davon. Die Kobolde schlangen die Krabben hinunter, aber als sie fertig waren, hatten sie immer noch Hunger. Ein paar Garnelen wird sie wohl kaum vermissen, sagten sich die Kobolde. Sie schlangen auch die Garnelen hinunter, aber als sie fertig waren, hatten sie noch immer Hunger. »Wie wäre es mit ein paar Kammmuscheln?«, fragte einer der Kobolde da. Die Kobolde schlangen also auch die Kammmuscheln hinunter, aber als sie fertig waren, hatten sie noch immer Hunger. Also holten sie noch ein paar Venusmuscheln, dann ein paar Seeigel und schließlich auch noch die Seegurke. Endlich waren sie satt. Aber sie hatten auch alles verschlungen. Da wachte die Pelikandame auf und fragte, was ist mit meinem Essen passiert? Die Kobolde konnten sie nicht anlügen und gestanden den Diebstahl. Die Pelikandame war entsetzt, aber sie hatte ein großes Herz und sah ein, dass die listigen Kobolde noch jung waren und viel essen mussten. »Kobolde«, sagte die fromme Pelikandame, »ich teile mein Essen gern mit euch, aber die Gegenleistung müsst ihr meinem Beispiel folgen und auch bereit sein, anderen etwas zu geben. Wenn ihr euch das zu Herzen nehmt, erlasse ich euch eure Schuld.« »Aber wir haben doch gar nichts zu geben«, erwiderten die Kobolde. »Ihr habt flinke Hände und gute Herzen«, sagte die Pelikandame. Da verstanden die glissigen Kobolde, dass sie tatsächlich viel zu geben hatten, und sie verbrachten den restlichen Tag damit, den anderen Waldbewohnern zu helfen. Sie fanden den stattlichen Elch, den es an einer Stelle am Rücken juckte, die er schlecht erreichen konnte, also kletterten sie an ihm hoch und kratzten ihn. Als nächstes halfen sie dem alten Bären, Honig aus einem Bienenstock zu holen. Sie kletterten auf den Baum mit dem Bienenstock und ließen ihn fallen, sodass er aufbrach. Und schließlich trafen sie die Prinzessin, die wegen etwas weinte, worüber sie nicht reden wollte. Also umarmten sie sie einfach und blieben bei ihr, bis es ihr besser ging. Als sie fertig waren, gingen sie wieder zur frommen Pelikandame zurück. »Hat es sich gut angefühlt, anderen zu helfen?«, fragte die Pelikandame. »Ja«, sagten die Kobolde. »Das freut mich«, sagte die Pelikandame. »Jeder hat manchmal ein Problem, mit dem er nicht alleine fertig wird. Aber wenn jeder hilfsbereit ist, ist immer jemand da, der helfen kann, wenn es nötig ist. Aber jeder Einzelne muss mitmachen, sonst ist vielleicht einmal niemand da, wenn man Selbsthilfe braucht.« Das verstanden die Kobolde und sie dankten der frommen Pelikandame für das Essen und die Lektion. Natürlich hatten sie inzwischen wieder Hunger. Dieses Problem löste sich erst, als der stattliche Elch ihnen eines Tages das Fischen beibrachte. Aber das ist eine andere Geschichte. Und das ist die Geschichte, wie die fromme Pelikandame den listigen Kobolden vergab und ihnen beibrachte, was Nächstenliebe ist. Und ich wette mal, dass das die Story ist, die Kobolde geklaut haben. Also Allison und Tyler. So, vier Geschichten noch. Ich hab alles. Where's that coming from? Where did I leave my phone last night? Phone's definitely not up here. Ringing got quieter. Mm-hmm. Allison, help! Allison, please. The Mad Hunter. What's wrong with me? Im Keller! Wieso hast du denn dein Handy im Keller gelassen, Allison? Ja, das bin ich, wenn ich in den Keller muss. Mary Ann? Monsters hide in the dark. Fly back to the light, Allison. Uh-huh. What the hell? I... No, no, no. I cannot deal with you right now. Wieso hat sie ihr Handy denn hier unten? Verstehe ich jetzt nicht. Oh, my phone. I need to find it. Ich meine, wer lässt denn sein Handy bitte im Keller liegen? Macht doch kein Mensch. Ach, das ist gar kein Keller, das ist eine Garage. Na gut, auch die ist unheimlich.
No phone here. God, where is it? What's it doing here? Fragen uns das jetzt nicht alle? Hey, Dee. Finally. I was starting to get worried. Why didn't you pick up? Yeah, sorry. I didn't have my phone on me. Okay. Well, I just wanted to make sure we were still on for lunch. Yeah, of course. I'm getting ready right now. That so? Because it kind of sounds like I woke you up. That's just how I sound. But anyways, I still have a few things to do before I can leave, but I'll be there. All right, hon. See you soon. Ach, die hatten früher selber einen together, Hund. Allison. Come on. Grab the file, get dressed, and head out. Or it'd be nice to make a gift for Dee. God, my hands are still shaking. Ich dachte erst, der Hund auf dem Bild wäre der von der Arbeitskollegin, der Husky, der, ne? Aber die meinten, die hatten wohl einen eigenen Hund. I miss you, Pop. I was not in the right headspace to make something last night. I should try it again. I've got enough time to carve something for Dee. Yep, da geht einer angeln. Eddie's been too busy to fish lately. I know he's missing it. Abteilung für Jagd und Fischerei in Alaska. Anglerschein wahrscheinlich und Jagdschein. Tyler and I should bike around the lake when we've patched things up. I've been pretty grinchy about Christmas since I came here. Eddie tries so hard. Oh, Fotoalbum. You should have taken care of yourself first, Marianne. This is a totally different life. Eddie can't cope with getting rid of any of Carol's stuff. Macht sie doch irgendwas. Ich bin ja gar nicht begabt in sowas, ne? Oh. Das will ich auch. Oh, das will ich haben. Ich will das haben. Wie gemein. Jetzt klingelt's auch noch, ey. Gibt's ja nicht. Wer ist denn das denn jetzt? Morning. Ah. Hey, Allie. Hey. Hi, guys. What are you doing here? Tessa and I were worried after you called in sick last night. She's busy at the cafe, but she sent over some coconut cake, since you won't be making it in for lunch. That's nice, Tom. Thanks. Ich glaub, I'm gonna head on inside. Ich glaube, dass er. My butt off out here. Er ist der Vater, der da mit der Brille. Ach, die haben beide Brillen. Der rechte. Okay. Da, links. Thanks. Is Tyler not around today? Er. Ich glaube, er. No, he's busy. Out at the old house. I see. It must be hard to sell the place you grew up in. So many memories, right? Oh, it's okay. We'll get over it. I really hope so. So, Tessa told me a little bit about what happened at the cemetery. Yeah, I'm sorry it got so intense. It's just,
We really needed to understand why Marianne did what she did. Especially Tyler. Oh, of course, of course. She gets that. You two didn't say anything she wasn't already thinking. She's spent years blaming herself. Well, she wasn't the only one involved. There was a lot of blame to go around. Mm-hmm. I'm glad you're able to see that. Mm-hmm. It seems like your brother, well, he's not nearly so forgiving, is he? He has been pretty harsh, especially on Eddie. But we both got tired of people lying to us for our own good. Yes, of course. Totally reasonable. Though, I am sorry you're the one taking all the repercussions. I heard about the fight with your uncle. I really hope your brother appreciates your sacrifices. He will. I mean, he does. I'm sorry, but I'm pretty beat. Oh, of course. I'll let you rest. Tell Michael there's no need to hurry back. Okay. Thanks for stopping by, Tom. Bye now. Take care. Der Tom ist das. Ich glaube, der Tom ist der Vater von den beiden. Sorry for abandoning you out there. Pro tip? Avoid catching a ride with Tom at all cost. Did he talk about the new spicy chocolate bars? Yep. And exactly what they do to his digestion. What's up with him? Not sure I've ever seen him so eager to help. I think he and Tess are legitimately concerned. Plus, door-to-door is part of campaigning, right? Yeah, I guess. Na, redet über Tyler. Los, ich warte drauf. Hey, you've been carving wood again? Mm-hmm. What? Oh, this. Yeah, I've been working on a gift for Dee. That's dope. Why do you get to be so crafty? I mean, I'm not that crafty. Marianne taught me most of it. Well, I'm impressed. These hands are good for nothing but cooking. I'm glad you're here, Michael. Thanks for coming. Coffee and a friendly face is just what the doctor ordered, right? I just feel like cuddling up in front of the TV all day. Maybe finally binge that last season of Witches of Eldham. Then do it. I gotta drag my lazy ass out to have lunch with Dee. I've been kind of freaking out on repeat today. What do you mean? It's hard to describe, but I just can't calm down. You ever try any of that affirmation type shit? Look, when things get dark, I tell myself that whatever I'm going through will pass. That I'm a great person and my feelings are valid. This will pass. I'm a great person. My feelings are valid. We'll work on it, but that's a good start. Do you want to talk about what happened with Tessa at the cemetery? Wir haben nur Fragen gestellt. Ja, war ja auch so. We just asked her some questions. What kind of questions? Tough ones. Let me guess, she did not appreciate that. She reported Marianne to social services. She was trying to get us taken away. Fuck, I'm sorry, Allie. I knew she was nosy, but that's like some supervillain shit. Hey, what's eating at you, Allie? Tyler and I had a fight last night. I was so excited to have him back, but what if 10 years was too much and we're too different? I don't think so. You just need to get to know each other again. Start with the small shit. Figure out what each other's favorite foods are, you know? And then build up to the big stuff. Yeah, that makes sense. The last few days have been a lot. And it's totally okay to be overwhelmed. You're gonna figure it all out. Families are fucked up. They're basically fuck-up factories. You're right. I just need to relax. So, maybe this will cheer you up. I think I found the perfect place. Check it out. It's pretty cool, right? Deposit's a bit high, but it's got two large bedrooms and a view of the channel.
You're really going to give up our home to live in this ugly box? Oh, God. Allison? Allison, look at me. You okay? I'm just... I need to... I just need to sit down. It's okay. I got you. What's going on? Erinnerung, erzähl mal, ich will nichts von den Erinnerungen. Komm, wir erzählen ihn davon. Ja, komm. Komm. Er scheint dir der beste Freund zu sein. Everything? My anxiety is through the roof. I can't eat anything without getting sick and... And I've been seeing things. Memories. Of Marianne and me and Tyler when we were kids. And Eddie, and... It used to just be stuff I'm pretty sure really happened, but... Now I see them everywhere. Shouting every shitty thought I've ever had about myself. I don't know how much more of it I can take. That's intense. I'm sorry, has... Anything like this happened to you before? Right after Marianne died, I had a lot of panic attacks, but nothing exactly like this. Come here, Allie. Aww. I hear you, okay? I hear you. That's so safe. He must think I'm completely nuts. No. I think you went through some really bad shit. You never saw anyone about it, right? Yeah. I've looked into therapists a few times, but they're all so far away and so expensive. Well, you know what I went through in 2011. I don't know if I'd still be here if I hadn't gotten help. And you got that money coming in from the house. For our apartment in Juneau. I don't want to bail on you. Look, I know you hate letting people down, but you gotta put your own oxygen mask on first. I get that. And so does Tyler. Thanks. I'll try. I really need to work on the house today, but Tyler's crashing out there. I'm not sure if I'm ready to face him. If you want, I could go out there. Yeah. See how he's feeling and if he's ready to talk. What do you think? Yeah, maybe that could work. I hope he'll talk to you, though. He's never been the best at opening up to new people. You sure? Yeah, of course. I don't mind trying if it might patch things up between you two. Oh shit, I'm gonna be late for my lunch with Dee. I still need to change and stuff, but I can drop you off at the store if you want. Sure, thanks. No, Michael, thank you for listening. I mean it. Ja, 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 er will nur die beiden. Ja, 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 ja. Er möchte doch auch so zu Tyler. Ja, 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 ja. Ich muss jetzt aber Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.